Den 9. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga am Feiertag hier in Deutschland, 3. Oktober 2019, Tag der Wiedervereinigung. Ich werde mich jetzt tatsächlich fokussieren und nur auf diese Datei hier eingehen. Und ich bin jetzt auch ausreichend erschöpft, habe den ganzen Tag gearbeitet, 15 Uhr. Es wird schon allmählich, also früh aufgestanden, wirklich geackert und es ist Feiertag, aber das kennt man ja schon in dem Geschäft, dass man dafür feiern, sagte ein alter Partner von mir, ehemaliger, sagte er, feiern können wir jeden Tag, immer wenn wir die Fußballergebnisse sehen. Es ist immer Feiertag, immer abends, wenn die Ergebnisse kommen, können wir feiern. Also wir haben jeden Tag Feiertag. Natürlich war das Sarkasmus. Immer waren sie schlecht und das Geld war verloren. So, auf jeden Fall, hätte gerne mal Feierabend und möchte trotzdem das hier noch machen. Und ich beziehe mich nur auf diese Datei und die Spiele in Tipps wird man gleich sehen. Und hier ist halt schon so viel Inhalt, dass man eben, dass das halt im Prinzip buchfüllend wäre, das hier alles zu erklären. Und also das ist halt mathematisch und wissenschaftlich und Fußball, also in jeder Hinsicht ist es einfach gehaltvoll. Und insofern kann man eben, wenn ich jetzt immer sehr, sehr viele Sachen zeige, dann ist man halt vielleicht auch ein bisschen überfrachtet. Die Indikatoren sind natürlich geeignet, sozusagen einem anzuzeigen, gegen welche Mannschaften man spielen sollte und welche man unterstützen müsste. Diese Indikatoren, die habe ich halt eingeführt, weil mir hier zu viele Sachen zu verarbeiten sind, die eben sozusagen hier dann in zwei Zahlen zusammengefasst werden sollen. Trotzdem ist die Aussagekraft dieser Zahlen hier noch nicht so ganz zufriedenstellend. Aber was ich jetzt da noch mit einbeziehen sollte, damit die besser werden, oder damit sie besser verständlich oder damit sie halt tatsächlich hier das Minus oder ein Plus rauskommt, wenn man gegen eine Mannschaft spielen sollte. Da denke ich noch drüber nach und arbeite dran. Und ich habe jetzt auch die Überlegung angestellt, halt wirklich wieder verschiedene Rankings einfach zu machen, wobei das eben auch dann komplexer und schwerer zu verarbeiten wird. Aber indem man zum Beispiel ein Ranking natürlich nur, das habe ich auch früher regelmäßig gemacht, und wie gesagt, man muss ja aus jedem dann auch etwas rausziehen, außer dass man das Ranking sieht, dass man dann die Informationen sinnvoll nutzt. Aber nur nach diesen Punkten, die sie hätten erzielen sollen, das ist also alles extrahiert dann praktisch diese Leistung, wobei dann eben die Gegner und Erwartungen und sonst was ist alles halt nicht mit eingerechnet. Auf der anderen Seite würde man halt natürlich sofort einen Eindruck haben, wer oben und unten stehen sollte und wer sozusagen gut und schlecht gespielt hat. Warum es ist jetzt noch nicht hier, mache ich aber vielleicht dann nächste Woche oder so, aber es wird auch nicht jetzt, dass man dann den Stein der Weisen gefunden hätte und dann auf einmal, ach, ist ja ganz einfach, jetzt muss ich die spielen und habe gewonnen. Es ist halt alles Quatsch, man versucht überall nur etwas rauszuziehen. Was ich nur sagen wollte ist, dass dieses Ranking hier sozusagen also wenn ich das so ordnen würde, also kann man ja auch so ablesen, dass halt diese Zahlen, die Punkte, die die Mannschaften haben sollten, dass die immer sehr eng beieinander sind, die Punktzahlen, weil einfach die Mannschaften ziemlich gleich gut spielen. Die Punktausbeuten werden immer weiter auseinandergezogen werden und sie werden es in gewisser Weise zwangsläufig, das ist eben auch Mathematik, Statistik, Stochastik, wie man will, aber dass eben zufällig dem einen etwas mehr zugeteilt wird, als ihm zusteht und dem anderen etwas weniger, das würde immer geschehen. Aber zusätzlich ist ja eben, Punkte in Einheiten, in Portionen vergeben kann, also 0, 1 oder 3. Und das erzwingt das sozusagen gleichzeitig, dass es eben auseinandergezogen wird. Bloß wenn man eben hier sieht und wenn man hier drauf guckt, dann stellt man eben fest, dass eine unheimlich komprimierte Tabelle eigentlich wäre. Darmstadt wäre halt klar letzter, HSV wäre erster, der Abstand wäre aber nicht mal 7 Punkte, sondern nur 6,6 Punkte. Aber hier ist halt 16 Punkte. Also so,
Aber man kann eben auch ableiten, dass eben hier immer noch Menschen am Werk sind. Eben sozusagen jetzt, sagen wir mal, wenn ich einen Teil wissenschaftlich, mental, psychologisch, wie auch immer, Fußballfachmann, fachmännisch oder was auch immer, denke, arbeite und diese Erkenntnis mit einbeziehen will und die einfach auch den Gegebenheiten entsprechen, dann ist es eben tatsächlich so, dass wenn man oben steht, man einfach das Glück etwas mehr hat, wobei es eben dann natürlich kein Glück mehr ist, sondern dann eben sich in gewisser Weise zwangsläufig ergibt, was ich gleich erläutere. Wenn man aber hinten steht, dann eben sozusagen sich das Schicksal gegen einen stellt. Und da ist es eben trotzdem, auch wenn man sagt, so geht es einem immer und hinten, wenn man hinten steht, dann kriegst du halt die Dinger und was weiß ich, was alle sagen, sind alles immer so kleine Weisheiten, die halt auch, die auch wissenschaftlich dann eben belegbar sind und auch sozusagen mit meinen Tabellen hier, wo man es eben raus extrahieren kann, was sozusagen diese kleinen Aussagen bedeuten oder wie sie wissenschaftlich einzuordnen sind. Und also was tatsächlich jetzt dahinter steckt. Das ist ja genauso wie Volksweisheiten oder so, die Suppe, die du eingebrockt hast, musst du auch auslöffeln. Ja, wo kommt das her? Klar, irgendwo hat man halt sich da zu viel was reingemischt oder was einem nicht schmeckte oder so und jetzt, na, du musst es auch essen, weil zu Zeiten vielleicht, wo Menschen nicht viel hatten. So, wie auch immer. Es gibt halt immer auch einen und dann eine Weisheit, die dahinter steht die eben auch eine Aussagekraft hat. Und genauso ist halt hier, wo dann eben trotzdem irgendwas daran stimmt, wenn sie das sagen. So, und diese Haltung jetzt, es hat schon mal geklappt, wir haben die Spiele gewonnen, es klappt wieder oder bei uns passiert immer irgendwas gegen uns oder so und vielleicht auch diesmal. Nur ist eben da auch die ganz große Kunst der Trainer, auch der gegnerischen Trainer jetzt, wenn sie gegen die Mannschaften spielen, aber auch der natürlich Verantwortlichen von den Mannschaften, die jetzt gerade nachteilig betroffen sind, dass sie eben da den Bock umstoßen, dass sie eben schaffen, ihre Mentaltrainer halt so zu, dass die Spieler wieder daran glauben. Sie machen dann Trainingseinheiten, in denen die Spieler halt Erfolgserlebnisse haben, was auch immer, dass sie auf einmal doch wieder. Und insofern ist es also häufig genug dann auch zu beobachten, dass die Tabellen später tatsächlich wieder etwas zusammengeschoben werden. Dass also die von hinten unheimlich, wenn man die Rückrunde nachher sieht, dann steht hier immer noch einer mit 12, 13 Punkten oder so aus 17, was also katastrophal ist. Aber auf einmal schiebt der dann ran und die anderen auch. Also dass sie dann sozusagen das tatsächlich umdrehen können. Also die haben dann auch teilweise nichts mehr zu verlieren oder fangen dann an, diesen Lauf zu bekommen, während die von oben sozusagen jetzt nur das verlieren können, was sie schon haben. Und das Festhalten ist immer etwas schwerer, was man schon hatte. Also insofern ist es ein sehr komplexes Gebilde. So, aber hier nur mal so, bei mir finden diese Ereignisse auch Niederschlag in diesem Ranking. Das heißt also, dass die Anpassung der Parameter immer so ausgerichtet ist, dass eben, wenn diese Erfolgszahlen stimmen, also auch auf die Ergebnisse ausgerichtet ist. Also sprich, die Spielstatistiken sind zwar meinetwegen schlecht, das Ergebnis aber trotzdem gut, dann wird man nicht so sehr bestraft dafür, aufgrund dieser Conversion Rate, die ich ja auch schon mal erklärt habe. Und die wird dann halt immer ein bisschen hochgesetzt, wenn also Stuttgart konsequent immer die Chancen gut nutzt und besser als andere oder so, dass eben Goals for Expected und Goals for Should, die haben sie sowieso hier etwas mehr. Sie haben auch die 14 erzielt, aber das wäre sogar noch ein bisschen ein Tor zu wenig. Da sie aber defensiv so ein bisschen Glück hatten dann in gewisser Weise, was sich dann also gegen Fürth oder wenn man sich jetzt erinnert, wo dann 5 Riesenchancen für Fürth oder so, wo man dann sagen würde, na, da hätten sie schon eins mehr kassieren müssen oder so. Fakt ist, die Parameter werden angepasst, sodass dieses Phänomen dieser mentalen Stärke oder die sich aus dem Selbstvertrauen ergibt, dass das halt in gewisser Weise eben reflektiert wird. Auf der anderen Seite lehrt einen die Erfahrung und einfach auch die Zahlen und die Zahlenlogik, die ich ja ständig in der Prüfung habe, dass es nicht zu übertreiben ist, die Effekte. Also sprich, genau das, was ich vorhin auch jetzt gerade erklärt habe, oder halt vor 3 Minuten, dass eben das dann oftmals gelingt, den Bock umzustoßen. Also sprich, so wie Wehen halt jetzt. Und das wäre halt genau das typische Beispiel eben. Ich habe eben immer ihre Leistungen ein bisschen gelobt und sie haben verloren. Und trotzdem haben sie statistisch relativ gut, haben aber sehr früh die Abwehr da immer geöffnet und haben dann eben doch
einfache Chancen zugelassen. Das würde man auch in ihrer Conversion Rate mit Sicherheit hier abgebildet sehen. Hier sieht man es 3,79 zu 4,33. Die ist halt klar negativ und wahrscheinlich von allen Mannschaften am deutlichsten negativ. Also sprich, sie haben halt, also da wird das halt reflektiert hier. Ne? Und dennoch haben sie jetzt das letzte Spiel gewonnen. Und da haben sie halt genau diesen Umschalteffekt geschafft oder gemacht, wie halt auch Trainer Rehm dann eben sagte, wo er halt meinte, jetzt müssen wir irgendwie ein Tor erzielen. Davon hat er aber nicht gesprochen im Interview nachher, sondern das wird dann mit seinen Spielern auch. Oder muss man halt das Glück haben, vielleicht das erste Tor, was sie aber auch schon in Bochum oder so, oder hatten sie halt vorher auch schon mal. Und dann eben die Verteidigung aber trotzdem halt einfach stabiler machen. Und das haben sie halt im Prinzip überragend gemacht, wobei ich ja nun als Fußballfan oder Verfechter von dem, wo ich dann sage, naja, schade, dass es geht, aber es geht halt. Also, dass man eben einfach total zu dicht macht hinten und park the bus und der Gegner kommt halt einfach nicht durch. Aber Osnabrück kam halt wirklich überhaupt nicht durch. Und trotzdem hätte ich denen dann immer noch gewünscht, dass sie den Ausgleich schaffen oder so, auch wenn es jetzt gegen Wetten wäre oder so. Aber das ist für den Fußball, weil ich dann einfach denke, nee, so möchte ich auch nicht, dass man halt zum Erfolg kommt. Aber wie gesagt, die Abwehrarbeit war ja trotzdem sehr, sehr gut. Und das ist natürlich, also ich habe ja da auch geguckt immer und dann hat man immer gewartet, dass Osnabrück da mal wirklich richtig zum Abschluss kommt oder so. Und das war halt immer dicht. So, also das ist ja halt jetzt so genau so ein Ansatz, wo sie eben das schaffen können, jetzt diesen Bock umzustoßen oder so. Jetzt hat man halt das Selbstvertrauen. Jetzt haben wir nun gerade Erster gegen Letzten, was auch ein bisschen speziell ist. Wie gesagt, mit den Toren habe ich ja schon mehrfach erläutert, dass die Heimmannschaften ihre Chancen einfach nicht so gut verwerten. Derzeit während auswärts, denn nicht, da muss man die Werte nehmen, 1,34 erwartet, 1,4 sollten sie haben, 1,44 haben sie, die Auswärtsmannschaften. Also sie sind sehr nah herangerückt oder haben halt übererfüllt, übermäßig viel getroffen. Das wird halt auch in Parameter-Updates reflektiert. Also sprich, wenn es weiterhin so bleibt, dann wird es irgendwann sich einander annähern. Und die Heimmannschaften haben eben gut die Chancen erzeugt oder sogar etwas mehr, aber sie halt nicht verwertet. Verteidigen ist leichter geworden, haben wir wieder gesehen. Wir haben eben hier vor Stuttgart das Ranking, habe ich ja schon erklärt, wen ist auf dem letzten Platz. Also man kann eben hier suchen und dann sagen, ja, Kiel ist doch besser, habe ich doch gesehen, doch besser als St. Pauli oder so. Es sind immer Nuancen und man kann da über jeden Platz streiten, aber es geht halt auch relativ, weil wenn es so dicht gedrängt ist, dann geht es halt relativ schnell, dass man eben 2, 3 gute Spiele macht und da wirklich 7 Plätze hochspringt oder so im Ranking, weil es eben einfach ein Niveau ist. Und wenn man dann eben da ein bisschen herausragt, wie gesagt, Fürth hatte ich ja relativ sehr positiv gesehen, jetzt haben sie so ein Katastrophenspiel gemacht, jetzt sind sie vielleicht gleich 5 Plätze gestürzt. Das habe ich jetzt nicht von der letzten Saison, von der letzten Woche hier vor Augen. Fakt ist, letzte Saison war der Torschnitt 2,76, jetzt ist er erwartet 3,01, er hat also regelmäßig schon angepasst und der ist tatsächlich bei 3,04, da würde ich jetzt sagen, das sieht sehr balanced aus und sehr vernünftig. Dieser Heim-Auswärts, darauf gehen wir gleich mal ein, wenn ich bei den einzelnen Spielen vielleicht bin, dass man mal guckt. Also hier ist halt Osnabrück eben als Heimmannschaft deklariert, wenn sie auswärts spielen, hat man halt eben einen Ansatzpunkt und sie werden wahrscheinlich auswärts spielen, oder wie ist es? Ah nee, sie spielen heim, dann können wir sie eventuell nehmen. So, darauf läuft es hinaus. So, und tatsächlich ergibt sich... Was habe ich jetzt gemacht? Weil ich habe ja alles hier reinkopiert gehabt. Na, jetzt bin ich ja wirklich geschockt. Okay. Na gut, das sind halt die Wetten hier von der letzten Woche. Und irgendwo habe ich sie hinkopiert und jetzt sieht man mich zwar nicht, aber das ist ja auch wahrscheinlich nicht so wichtig. Jetzt muss ich das ganz schnell hier korrigieren, weil ich möchte das nicht nochmal aufnehmen müssen. Ich glaube, ich habe das jetzt nur hier rüber kopiert. Ich muss halt immer so irgendwie Kopierarbeit hier leisten, weil ich das halt auf verschiedene Arten... Das möchte ich jetzt hier auch nicht übertreiben, was man sich davon angucken muss. Aber ich glaube, das ist hier im Prinzip alles, was da noch rüber muss. Und zwar in jene Datei hier. Von daher, was habe ich jetzt genommen? Jetzt weiß ich es schon wieder nicht. Ja, nur ab da. Okay, ja, das tut mir leid jetzt hier, dieses kleine Delay. Dafür hat man jetzt eben alles...
So, jetzt machen wir wieder diesen hier an und machen einfach andere ausblenden. So, jetzt hätte ich hier die, ja, wieder schlecht vorbereitet, aber relativ schnell noch gerettet. Hier haben wir jetzt also diese Wetten angezeigt, die eben ich dann vorschlagen würde, wenn ich, nach der Gewichtung gefragt werde, das hört man eventuell raus, ich rechne es einfach mit einer Wette pro Einheit, bleibe ich dabei, so rechne ich es ab. Wenn man eine Gewichtung selber für sich machen möchte oder nicht, wenn man jetzt hier folgen möchte, ich bin ja auch gespannt jetzt, wie der Markt da, ob dann irgendwann was spürbar wird. Früher hatte ich das ja schon mal gemacht, da war das dann irgendwie spürbar am Markt, aber das habe ich dann sehr schnell wieder eingestellt. Aber jetzt im Moment ist mir das nicht auffällig. So, und das ist ja auch die Frage dann, ob das damals von mir jetzt ausgelöst war, aber es war irgendwie so ein spürbarer Einfluss. Oder spürbar halt, es war halt eine Veränderung zu Ungunsten dieser Wetten. So, natürlich Wehen ist dann eben ein Tipp. Es ist sowieso, also sehr speziell ist wirklich das Spiel immer 18. gegen 1. Erster gegen Letzter sozusagen. Die sind auch noch auswärts. Aber es sind halt einfach keine 1,5 Tore zwischen diesen Mannschaften. So viele Unterschiede gibt es halt nicht. Ne? Wenn man das halt ausrechnen will, könnte man eben auch 10,2, 13,8. Das sind halt 3,6 auf die Anzahl von Spielen. Selbst wenn sie die besser wären, dann wären es halt 0,5 Tore, so knapp oder so. Ja? Die sie tatsächlich besser wären jetzt bisher. Dann der Heimvorteil dazu, aber der ist halt nicht mal 0,3, sowieso nicht. Dann wären sie bei 0,8. Und so eine Zahl ungefähr rechnet der Computer auch aus. Wobei er dann noch mit einrechnet, dass die halt besser verwertet haben, dann ist er halt bei einer Differenz von 0,91 Toren. Also das kommt ja dann dazu, dass eben Stuttgart jetzt bisher gut, heimauswärts habe ich jetzt noch nicht beachtet, aber okay, da ist Stuttgart jetzt sogar weit hinten, aber Wien auch, also neutralisiert sich das wieder. Also von daher kann man das auch so selber, selbst in der Milchmädchenrechnung hier ausrechnen. Das halt 1,5 einfach zu viel ist, wobei diese, wenn man nicht die 4 Punkte auf 20 nehme, dann wäre es wahrscheinlich gerechtfertigt. Dann ist es bestimmt 1,5 Tore plus. Ich habe halt 10,27 zu 13,83 als leistungsmäßigen Unterschied zwischen den Mannschaften, an da, was ich dann halt glaube. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass man die Laien nicht gewinnen kann. Das ist halt immer wieder so, dass es eben sich auswirkt, wenn dieser Außenseiter, dass man ihm ja auch keinen Vorwurf, wenn er halt wie Fürth halt vor ein paar Wochen, zwei Wochen, wo sie dann eben auch in Stuttgart das zweite kassiert haben. Andererseits haben ja alle drei anderen nur 2-1 verloren. Bis damals waren die Lions immer nur 0,75 und 1 oder vielleicht mal 1,25. Also da hat man nicht so richtig sich bereichern können. Fürth ist halt ein ganz ähnliches Spiel, wo ich jetzt aber sagen würde, also richtig sympathisch ist es nicht. Aber hier ist halt trotzdem der Leistungsunterschied ist halt auch nicht in der Größenordnung von 1,25 Toren. Da könnte man jetzt bloß eben sagen, Fürth hat ja im letzten Spiel gegen Kiel halt gezeigt, dass sie wirklich nicht auf dem Niveau sind und eher so wie der Markt sie bisher hatte, dass sie einfach schwach sind. Und ja, jetzt sind sie ja auch schon bei mir unter Schnitt gefallen. Das wäre dann sozusagen jetzt die aktuelle Tendenz oder so, ja. Dass man eben sagt, naja, hast du doch gesehen, die können es doch nicht oder so, während du mir einreden wolltest, sie sind gut. Wie gesagt, das ist halt unheimlich eng, aber das kommt nie auf 1,25 Tore. Auf der anderen Seite, also selbst mit der schwachen Form oder selbst wenn es belegbar, wenn sie genauso schlecht wären wie Wehen oder so, was ich sowieso nicht einsehen würde, aber was dann eben nicht schlecht wäre, sondern weil es halt auch genau wie die anderen auch, also 0,82 oder 0,97 sind halt jetzt auch keine bedeutenden Unterschiede. Ja? Also selbst wenn die jetzt gleich gut wären oder gleich schlecht, 0,82 ist halt einfach ein volles Ligamitglied, von denen dann trotzdem irgendwelche absteigen müssen. Aber es gibt halt manchmal hier 0,65, wo ich dann sage, naja, also da ist das Liganiveau nicht so ganz gegeben. Da ist dann die Frage, wie viele es noch davon gibt oder wie weit die Liga denn auseinandergezogen ist. Dass es also mehrere gibt, die dann das auskämpfen. Wie gesagt, diese sind total unsympathisch, die Wetten, aufgrund der Lions. Und dann, ja, wie soll ich denn sagen, also die schlechten Erfahrungen natürlich auch mit denen. Es gibt jeweils jetzt so einen Punkt dagegen, bei Wehen würde ich nicht sagen, bloß aufgrund dieser 1,5 Tore, die halt so unsympathisch sind. Bei Fürth halt dieses Argument dagegen. Hannover draw no bet ist halt im Prinzip auch nicht ernst gemeint. Also wenn ich, es ist halt denn hier ganz leicht angezeigt nach Zahlen,
ist halt 2,01, ja okay, das wird hier als absolut ausgeglichenes Spiel angesehen. Natürlich kann ich das auch überprüfen mit Hilfe der Leistungen. Hannover steht jetzt natürlich schlecht, war aber von Leistungen her hier bei 11,12, 11,06, okay, gleich gut, jetzt müssten wir heim auswärts. Also da hätten wir nur gleich gut gespielt, da wäre es natürlich Quatsch. Aber Hannover ist eben hier auswärts stark und die sind halt ein bisschen heimschwach. Und wie gesagt, der Heimvorteil ist ja sowieso minimal. Und jetzt würde ich noch ein bisschen nach dem gehen, was ich halt gesehen habe. Da ist halt so, dass Hannover 0-4 verloren hat gegen Nürnberg. Und da aber eher hätte ich gesagt, Mensch, da ist also ein Mismatch. Also immer wenn Mannschaften sehr glatt verlieren, dann reagiert der Markt so ein bisschen über. Und dann bin ich halt sehr einverstanden, halt auch die Mannschaft zu nehmen. Aber wie gesagt, hier ist es ja von der Quote her auch jetzt überhaupt nicht verlockend. Also wie gesagt, dadurch, dass es eine Auswärtsmannschaft ist, ist es halt wieder ganz ordentlich dann, wo ich sage, naja, aber wenn die Auswärtsmannschaften nun mal diesen Vorteil im Moment haben, dann an den ich ja auch wissenschaftlich so ein bisschen glaube halt, dass ich eben das, die Beobachtung mehr auch sagt, also schon jetzt seit Jahren, Weltmeisterschaft und so weiter, wo ich das halt auch beobachtet habe, dass eben einfach alle sich wünschen, dass sie nur hinten stehen dürfen. Bloß irgendeiner muss ja das Spiel machen. Die können ja nicht immer den Ball einfach rüberschießen. Jetzt sag mal, spielt ihr mal. Ihr müsst uns angreifen. Komm, kommt. Los, greift mich an. Hier, ihr habt den Ball. Greift mich an. Und dann haben sie alle im Training bis zum Umfallen. Umkehrspiel wird immer. Umschaltspiel, Umkehrspiel. Wird trainiert. Bis man eben wirklich und aber das habe ich auch schon vor 20 Jahren gesehen, wo die anfangen, fingen das zu trainieren, wo du immer gesehen hast, ein Ballverlust und auf einmal sind 5, 6 Spieler losgerannt, fort einfach nur alle blindlings in die gegnerische Hälfte und einfach sagt, mal sehen, da ist Platz, vielleicht haut einer den Ball dahin und wir kommen irgendwie durch. Natürlich ist es jetzt viel besser koordiniert alles, aber das war halt schon eine Taktik, die man sehen konnte, wo plötzlich immer die Leute ausgeschwärmt sind da und einfach gesagt haben, ein bisschen Raum nutzen. Heute geht alles sowieso so viel schneller und permanent und dann sieht man die immer nur alle in voller Bewegung, aber auch die Angreifer, die halt den Ball jetzt verloren haben, sind sofort wieder, also da gibt es überhaupt nichts. Also früher war es eben so, wenn ich den Ball weg, dann hat man erst mal einen Moment stehen geblieben oder so. Es gibt es überhaupt gar nicht mehr und wenn es einer macht, der sitzt auf der Bank. Also den hat man noch hier, Battistuta oder so, hier von Florenz da und am Schluss bei Roma. Auf jeden Fall, das waren halt noch die typischen Angreifer, die halt sagten, Angriff war nichts, aber hier ist mein Gebiet, da habe ich zu tun. Oder auch wo die Robben und Ribéry, wo sie denen das beigebogen wurde hier. Ihr müsst immer sofort nach hinten mitarbeiten. Gut, also St. Pauli plus 0,5, das kann ich auch nicht sagen, das ist nur ganz ernst gemeint. Das ist halt eine Auswärtsmannschaft, es ist halt zu viel, was der Markt jetzt auch aus diesem 4:0 macht. Heim auswärts habe ich jetzt hier noch nicht geguckt, ist aber vollkommen neutral. Es geht hier nur um Verhältnisse zwischen den Mannschaften und da stehen die meinetwegen knapp vorne oder so, aber es ist halt trotzdem ein Niveau. 0,5 ist halt einfach nicht der Unterschied. Also das, ich weiß nicht, wie man jetzt darauf kommt, dass Nürnberg jetzt ein Aufstiegskandidat ist. Sind halt genauso gut wie die anderen. Also dass er jetzt eben sogar hier über dem Schnitt stehen in meinem Ranking, ist ja jetzt schon aller mögliche Anerkennung. Bloß hängt ja auch mit der Conversion Rate zusammen und so weiter. Wobei die ja schon sehr sinnvoll auch gepflegt wird. Wie gesagt, es ist alles auch keine tolle Wette, weil ja auch gar kein Margin hier drin ist. Aber dadurch, dass es eine Auswärtsmannschaft ist. Bei Regensburg haben wir natürlich viele Argumente für gegen. Also vor allen Dingen, dass dieses Kiel und dass der Markt jetzt immer sagt, die sind gut. Und wir haben halt den Trainer rausgeschmissen, obwohl es totaler Quatsch war. Haben dann erstmal verloren, aber eigentlich auch ganz ordentlich gespielt. Und jetzt haben sie halt dann glatt Fürth da auseinandergenommen. Wobei ich dann halt auch sage, naja, da hat eben Fürth sein altes Gesicht gezeigt, auf der anderen Seite von der letzten Saison, da waren sie oft so, aber halt auch dieses Phänomen, du spielst auswärts, eigentlich kann gar nichts passieren, also ist wie früher ein Heimspiel, so ungefähr. Aber hier denke ich mal, dass es auch sehr viel mit der Heimauswärts zu tun hat und dass es hier bestätigt, wenn beide Minus sind, was hier der Fall ist, dann ist es natürlich extrem bevorteilend für die Auswärtsmannschaft, also wenn wir sie haben wollen, also Regensburg ist dadurch nach Zahlen hier relativ dicht dran. Bloß ich habe auch nichts an denen auszusetzen. Kiel mag jetzt vorbei sein hier. Das ist aber kein entscheidender Unterschied jetzt zwischen den Mannschaften. Und Regensburg hat mir gut gefallen. Jetzt haben wir halt plus 0,5, eine etwas höhere Quote. Der Unterschied ist genauso. Aber hier sieht man halt auch, dass es in etwa die faire Quote auf dem gleichen Niveau ist.
Also sprich, der Vorteil ist dadurch etwas größer, dass die Quote etwas... Die Spiele sind exakt vergleichbar. Aber Einschränkung jederzeit. Kiel hat doch jetzt stark gespielt und der Markt hat recht. Okay, gebe ich zu. Absolut. Halbes Tor ist trotzdem irgendwie sehr, sehr viel in der Liga. Heidenheim, da hätten wir jetzt einzig eine Heimmannschaft. Wird dann wahrscheinlich auch mit dem Heimauswärts so ein bisschen zusammenhängen oder gar nicht? Oder wie? Heidenheim gegen Bochum. Achso, dann muss Bochum hier oben sein. Naja, dann ist es halt auch dieses gegen Bochum, weil die halt eine Heimmannschaft sind. Aber Bochum hat eben jetzt tatsächlich, also diese Leistungsentwicklung, das kann ich natürlich hier unten noch zeigen, aber es wird ja dann auch wieder lang. Also hier müsst ihr jetzt schwer rechtfertigen, warum die so viel besser sind. Aber im Ranking ist eben Heidenheim trotzdem relativ weit vorne, obwohl sie mich jetzt nicht so begeistert haben, wie ich es... Also so, ich hatte sie vorne gesehen, da stehen sie auch, ja, okay, Tabelle, das, alles kommt so ganz gut hin. Aber irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden und das sieht man halt hier dran. 12,21, 10,52, die 12, die da gespielt haben und absolut passend mit dem. Wenn man auch hätten ja sogar 13 sein können, weil das ja immer mit diesen Unentschieden halt ungünstig ist. Aber die 10,52 sind halt die Zahl, die mich irritieren und das war halt in den Leistungen auch zu erkennen. Wobei ich ganz ehrlich dann zugeben muss, dass ich auch oft nach dem Spiel manchmal dann schon nicht mehr unterscheiden kann, ob ich das dann wirklich im Spiel gesehen habe oder ob ich das dann in Statistiken auch entnommen habe, weil das dann oft so ineinander miteinander verwächst. Vor allen Dingen, weil ich sehe das, dann gebe ich das ein und denke ich, naja, stimmt, ja, so habe ich es auch gesehen. Schön, dass hier bestätigt ist und dann weiß man schon gar nicht mehr, was zuerst da war. Aber ich glaube schon, dass ich das bei Heidenheim gesehen habe, dass es nicht so flüssig war. Bloß bei Bochum war jetzt eben, also hier ist immer noch ein Plus, aber da war ich jetzt zuletzt nicht mehr so beeindruckt. Da waren halt ein paar sehr gute Spiele dabei, aber halt in letzter Zeit nicht. Natürlich sehen wir das dann auch immer in dieser Leistungsentwicklung. Jetzt habe ich das ein bisschen so gerechtfertigt diesmal, also nur verbal. Wie gesagt, hier sind wir ein bisschen im Heim-Auswärts-Ranking in diesem Modus, aber der Kurs ist ja auch, sagen wir mal, da ist es ja plus 0,5 und hier haben wir minus 0,25. Ist ja schon mal ein Vierteltor weniger, was wir aufholen müssen. Und wir haben ja trotzdem die in der Tabelle haushoch überlegene Mannschaft, ja, die ja sozusagen 7 Punkte besser dasteht. Während es ja umgekehrt bei Kiel gegen Regensburg haben wir ja den sogar hinten liegenden, also haben wir die Auswärtsmannschaft und bei St. Pauli Nürnberg ist es ja das gleiche Phänomen. Wir haben Tabellennachbarn, dann nehmen wir halt den, der sogar vorne steht im Auswärtsspiel mit plus 0,5. Und hier haben wir den im Heimspiel, der ja tatsächlich auch weitaus vorne liegt. Also da ist der Markt auch schon sehr radikal dann in der Festlegung, wer da besser ist. Und das akzeptiere ich dann halt auf jeden Fall nicht in dieser also in diesen Dimensionen. Selbst wenn ich zugebe, Kiel hat ja nun besser gespielt, das habe ich auch gesehen. Was eben jetzt nicht ganz zusammenpasste mit meiner Grundeinschätzung. Hier habe ich schon gesagt, das liegt halt dann letztendlich an dem Heimauswärts. Hier haben wir ein bisschen Derby, denn das sind wirklich nur 43 Kilometer von außen. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, weil ich dachte, so nah kannst du eigentlich gar nicht sein. Aber es ist halt tatsächlich dann sehr nah. Also man muss von Bielefeld da hoch. Naja, ich hätte es nicht gedacht, dass es so nah ist. Ich hätte jetzt Osnabrück dann immer noch ein bisschen weiter oben, so nordwestlich oder so gesehen. Einfach so geografisch. So, wie auch immer, haben wir halt ein bisschen Derby-Charakter, was aber jetzt nicht... für mich auch nicht unbedingt für die Auswärtsmannschaft spricht, aber dann sollte man vielleicht gar nicht erwähnen, wie auch immer. Aber da gehen wir halt jetzt auch aufs Heim-Ranking, aber können wir ja auch hier sagen, so ein Unterschied zwischen den Mannschaften, selbst wenn die jetzt hier vorne stehen oder so, Osnabrück, es sind immer nur kleine Unterschiede, nicht? Also, das ist schwer jetzt da so eine Überlegenheit draus zu machen, ja. In der Tabelle ist es ja auch nicht so viel jetzt, wobei die haben hier 15... Wir haben 10, na, 5 Punkte ist ja noch wirklich nicht viel. Also ein Sieg und die sind schon dran sozusagen. Ne? Okay, jetzt bin ich doch wieder sehr in die Länge gegangen. Darmstadt over, ja, da sehe ich halt jetzt überhaupt keine Mängel. Goal-Performance ist neutral, aber das alte System hat es nicht mal ganz angezeigt, aber das neue sehr deutlich. Von daher würde ich sagen, das passt hier schon. HSV gegen Fürth under, das geht halt, also das Goal-Performance ist neutral. Das gucke ich halt immer nach den letzten 8 Spielen, wobei das ja jetzt erst 8 Spiele gespielt sind. Also es ist aus allen Spielen. Also wenn es hier angezeigt ist, dann geht es oftmals mit der Line aber zusammen. Wenn man plus 1,25, dann muss man halt oft auch anders spielen, weil es eben der Markt einen größeren Unterschied sieht als der Computer. Und das befürwortet dann
aus meiner Perspektive das Under. Also da muss ich Under spielen. Dresden, Hannover, es sind hier sehr viele Under angezeigt, auch mit wenig Goal-Performance ist drüber, es ist wenig Vorteil und so richtig, bloß jetzt sage ich immer, es geht auf den Herbst zu. Herbst ist halt die dann immer, wo es Wetter und das und Zuschauer sind nicht mehr ganz so und die Tabellenbedürfnisse sind dann so, wir müssen mal und wir müssen jetzt dringend und wir müssen noch dringender und so weiter. Also wie Hannover jetzt oder so, die dann sagen, heute wird nur auf Ergebnisse gespielt oder so, ne? Dann bleibt vielleicht der Trainer, der macht es dann schon und so weiter. Also wenn er verliert, dann ist er schon wieder weg und so weiter. Slomka. Glaube ich nicht, aber es ist halt so ein bisschen dann das Verhalten. Und bei Kiel-Regensburg ist es anders. Genauso hier ist es aber, sagen wir mal, relativ klar, bloß der gerechtfertigt auch, weil das halt ein Riesenmargen und die Goal-Performance ja nicht deutlich drüber ist und 3,5 ist ja eine absurde Line. Auf der anderen Seite sagt der Markt halt einfach immer, Kiel ist ein Over. Letztes Mal war es Pari mit 3 Toren, da wo sie 3-0 bei Fürth gewonnen haben. Heidenheim-Bochum ist auch das andere angezeigt, nicht viel Vorteil, Goal-Performance drüber. Kann man genauso weglassen. Also das ist halt alles so ganz bisschen nur nach der Anzeige, so ein bisschen jetzt an in dem Glauben an dieses vielleicht dann doch einkehrende irgendwann mal herbstliche oder so, dass ich dann sage, nein, dann bleib doch mal bei deinen Zahlen jetzt. So falsch war es doch über die Jahre nicht oder so. Ne? Aber sympathisch sind die einem nicht. Bis over könnte ich dann aber nicht rechtfertigen, wäre ja auch nach der alten Zahl jetzt nicht gerechtfertigt. Aber das lasse ich dann hier so stehen. Und weil es eben nach dem neuen System. Und dann könnte ich sagen, also schön ist es halt auch mal für meine Zahlen, wenn er sagt, mal over, mal under, dass man halt sagt, ich habe die Feinfühligkeit, die halt der Markt nicht hat. Wenn er immer under anzeigt oder immer over, dann würde man sagen, dann hast du da auch deine Einstellung, guck mal ein bisschen nach, weil irgendwie kann ja nicht ganze Kompanie hat einen falschen Schritt, nur du läufst richtig oder was. Also dann ist auch was zum Nachdenken. Von daher finde ich immer ganz gut, wenn mal ein over, mal ein under dabei ist. Dann sagt man, ach, es liegt nicht an meinem ganzen grundsätzlichen System. So, jetzt führe ich nicht mehr einzeln durch die Spiele, weil mir das jetzt zu lang wird. Dann gehe ich halt darauf nächstes Mal wieder ein, was ich jetzt eigentlich so ein bisschen vorhatte. Aber da sieht man, ich getting carried away immer bei solchen Überlegungen oder so. Aber ich hoffe eben natürlich damit auch, dass man hier wiederkehrend Leute findet, die dann sagen, ich gebe immer was Neues. Oder dass eben jemand mal so vorbeischaut und dann sagt, oh, da kann man ja immer was Interessantes erfahren, was ich so noch nicht gehört habe. Insofern biete ich das hier gerne an und eben auch so ein bisschen mehr Vielfalt, über was man mal alles reden kann. Halt für euch, dass ihr wieder zurückkehrt, für andere, dass sie eben dann auch, diese, wenn sie mal zufällig da sind, dann auch diese Erkenntnis gewinnen könnten. Und dann kann man ja auch sagen, na, dann kannst du auch mal ein altes Video gucken, vielleicht, da kann ja auch irgendwas sein, was mir noch nicht so. So, jetzt mache ich einfach Schluss und Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ich freue mich über die Kommentare, ich gehe darauf ein, wird man ja feststellen, ich freue mich natürlich, wenn man das auch einfach sagt, dann, Mensch, nette Kommentare jetzt, dass ich den Kanal jetzt erst entdeckt habe oder so, man freut sich, Anerkennung, aber natürlich, dass man dann auch mal sagen kann, empfehle doch mal weiter oder so, ne? Da bei dem kann man reinhören, da gibt's was. So, schönen Dank.